Die Quelle des Genusses. Bannecke, Feinkost flüssig. Hallo und herzlich willkommen in der Schule von Bannecke.de. Heute machen wir einen modernen Klassiker, und zwar den Espresso Martini. Wie schon der Name sagt, braucht man dafür Espresso, am besten frisch gebrüht. Dann ist er nicht so bitter. Wodka, ein Kaffeelikör und noch ein bisschen Zuckersirup für die Süße. Der Drink wird tatsächlich geschüttelt, nicht gerührt. Wir brauchen 6 cl Wodka. Und dann zu gleichen Teilen Kaffeelikör und Kaffee. Jeweils 2 cl. Durch das später hinzugegebene Eis kühlt der Espresso auch super schnell ab. Also da braucht man sich keine Gedanken machen, dass irgendwie ein kalter, ein warmer Drink wird. Und so viel Kaffee ist ja auch nicht drin. Und zu guter Letzt 1 cl Zuckersirup. So. Ja, wenn es dann Pluck macht, dann weiß man auch, ist alles drin. Und dann Eis. Serviert wird der Drink, wie könnte das anders sein, in einer Martini-Schale, und es empfiehlt sich hier, den Drink auch doppelt abzuseihen. So einfach ist es. Fertig ist der Espresso Martini. Tschüss!